The Golden Shadow, damit starten wir die heutige Runde zu Etrian Odyssey, dem Fafnir Knight. Und warum zeige ich jetzt diese eine Nebengeschichte? Sonst lasse ich das ja auch weg. Aber ich fand die interessant, weil ich bin an eine Stelle geraten, wo ich nicht weiterkomme momentan. Und da habe ich mir gedacht, komm, das kannst du auch gemeinsam aufzeichnen. Vielleicht fällt es mir auch ein, wenn wir hier drüber sprechen. Kann auch sein. Aber egal. Ja, der goldene Schatten. Keine Ahnung. Wir kriegen Western Food 5. We have lost contact with a squad of Guard Corps that went to investigate the forest. Ja, und wieder einmal sind irgendwelche Leute, Verteidigungsleute verschwunden. Wir müssen den Fall untersuchen, irgendwo im Wald. Ja, das wird dann... Ja, The Big Womb, 16th Floor. Und kann ich auch direkt mal zeigen... Ja, ich überspringe das Ganze mal hier. Habe ich mir vorher auch nicht durchgelesen. Wir müssen auf jeden Fall zu Ebene 16. Das ist dann hier. Und könnt ihr euch noch an dieses Gebiet erinnern? Ich habe ja schon mal gesagt, ich fand es seltsam, dass in diesem Gebiet bisher nichts zu holen war. Und ich glaube, wir müssen jetzt genau hier hin. Denn... Ah, wartet mal, wir gehen es mal schön gemeinsam durch. Wir entern das Labyrinth und gehen mal direkt ins vierte Stratum zurück. Die gute alte Petalbridge. So, Patty Patterson. Ja, wir kriegen auch direkt mal eine Information. Stepping onto the new floor, you stop feeling something strange in the air. Irgendwas sehr seltsam. Moments later, something howls. Irgendetwas heult und jault. Nisa, can you know Lupin? Is a strange howling. Reverberates through the area. Ja, wir können auf jeden Fall nicht ausmachen, was das für ein Heulen ist. Ja, es gibt auf jeden Fall das Ganze, weil das ist nicht so interessant. Ich finde etwas viel, viel interessanter, nämlich das Rätsel. So, passt mal auf. Ich, so schlau wie ich bin, habe mir gedacht, ich gehe direkt mal nach dort oben. Wollte hier durch die Tür und hier steht, ich kann das gar nicht öffnen. Irgendeine unheimliche Macht verhindert es, dass ich sie aufdrücken kann. Ja, echt Mist. Aber nicht weiter tragisch. Dann gehen wir halt den anderen Weg lang. Nur gestaltet sich dieser andere Weg als mühselig. Und ihr werdet schon gleich feststellen, warum ich das als so mühselig empfunden habe. Ja, wir gehen hier durch die Tür. Wir sind fast da, nur noch ein kleines bisschen. A few minutes. Okay, wir sind angekommen. Wir sind schon mal in dem Raum. So, hier. You arrive at the door to the northeast room described by Cass. A guard notices your arrival and comes to meet you. Oh, an explorer. Huh? Ja, ein Explorer. Wir sind das. Wir nicken das Ganze ab. Er bedankt sich. Ja, wir haben festgestellt, dass er hier irgendwie festgehalten wird. Ja, das ist korrekt. Und er kann nicht hinter diese Tür, also weiter schreiten. We went in and headed for the next door, but there was a dizziness and we found ourselves back where we started. Und genau das ist das Problem. Es wird irgendwie kurz dunkel und man wird hier direkt zur Tür zurückgewarnt, wenn man irgendwo hintritt. Ganz, ganz mysteriös. Und denen geht's genauso. Je oft sie auch durch die Tür hier gehen, ja, desto mehr verwundert das Ganze. Um es mal knapp zu machen, die kommen halt nicht hier durch, weil man immer wieder zurück teleportiert wird. Ja, wie schon gesagt, also jetzt nichts irgendwie Interessantes, Neues. Oh, nice. So. Ja, na, wir müssen ja ein bisschen an Zeit sparen. Ich habe das Ganze schon durchgelesen. Jetzt wird es nämlich interessant. When you enter, you find that the entire room is distorted. Even more so than the effects outside. You do not feel the business described by the guard, but things could change at any moment. Und so ist es nämlich auch. Ich mach mal das Ganze groß. Ich habe mir gedacht, naja, hier ist doch nichts. Gehst du doch einfach mal durch die Kante. Ja, und schon wird es schwarz. A feeling of vertigo washes over you and your sight fades as you lose all sense of balance. Und da ist es passiert. Wir wurden direkt mal zurückteleportet. So. Und wir gehen direkt nochmal rein. Das Problem ist, wenn ich jetzt, ich habe gedacht, okay, da sind halt irgendwelche Felder, wenn ich drauf trete, werde ich zurückteleportiert, also muss ich einfach nur den Weg suchen, wo es diese Felder nicht gibt. Gehe ich hier hin,
Genau der gleiche Käse. Auch das soweit okay, gehe ich hier hin? Na, ist doch auch hier der Weg versperrt. Und spätestens hier habe ich mir gedacht, na, das ist ja Mist. Was willst du denn jetzt hier machen? Was zum Teufel willst du denn hier machen? Tja. Interessant, oder? Wenn man das auf diese Weise macht, wird man auf einmal nicht wegteleportet. Aber ich habe keine Ahnung, was denn diese Logik da ist. Ich meine, ich gehe von hier oben nach hier und dann nur eins nach unten und nach rechts. Oh. Jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Aber wisst ihr, was witzig ist? Hier sind auch so eine Felder. Ja. Und wir kriegen nochmal einen Hinweis, irgendein Pattern. Es ist nach irgendeiner Logik hier aufgebaut. Und das alles, was ich hier einzeichne, das sind Warpfelder. Und ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Alles, was hier so diagonal ist, ist halt ein Warpfeld. Kann ich schon mal einzeichnen, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber dass der hier unten auch so ist, bin ich der Meinung, das muss genauso funktionieren. Und ich bin jetzt schon so weit gekommen, dass ich festgestellt habe, wenn ich diesen Weg langlaufe, dann hier zurückgehe und jetzt hier langlaufe. Oh, auch nicht. Nee, das war noch anders. Warte mal. Ja, so hier. Ja, komisch, oder? Naja, ich raff's auf jeden Fall nicht. Das ist ziemlich mysteriös. Also ich weiß, wenn ich hier zwei nach vorne gehe, wird das Feld nicht aktiviert. Wenn ich jetzt hier laufe, werde ich weggewarbt. Wenn ich hier laufe, werde ich weggewarbt. Und wenn ich hier laufe, werde ich weggewarbt. Das Einzige, wo ich nicht weggewarbt werde, ist, wenn ich jetzt hier lang laufe. Ja, da bleibt es auf einmal aktiv. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Und dann werde ich trotzdem wieder reingewarbt. Ich habe keine Ahnung, warum. Tja. Ja, reicht auch nicht. Man könnte denken, man muss vielleicht immer so... Nee, auch nicht. Also eins vor und eins zurück scheint auch nicht zu funktionieren. Das ist auf jeden Fall ein echt komisches Rätsel. Und dabei bin ich doch gar nicht so unlogisch. Na, ich versuch's nochmal nach der alten Manier, wie ich das vorhin schon mal hatte. Da habe ich einfach Learning by Doing. Ich bin da hoch, bin hier runter. Dann hier wieder zurück. Dann hier hoch. Dann bin ich hier zurück. Und dann hier hoch. Und dann glaube ich nochmal zurück. Ja, und jetzt müsste ich hier wieder in Warp sein. Oder muss ich einfach immer nur aufs Feld zurück? Das ist ja interessant. Aber dann müsste das auch hier unten auch funktionieren. Warte mal. Wenn ich jetzt hier zurückgehe. Ja, ja, ich bin gespannt. Das muss ich jetzt wissen. Dann nerven diese Kämpfe hier erstmal tierisch ab. Ja, ich muss das jetzt wissen. Ja, ich scheine so durchzukommen. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Weil dann müsste doch der hier links unten nach dem gleichen Prinzip agieren. Ach, macht er auch. Das ist alles? Kann ich jetzt hier lang? Oder kann ich immer nur nach oben? Nee, hier kann ich auch lang.
Ach, verstehe. Man muss immer auf einem leeren Feld landen, dann eins zurückgehen. Ja, und so kommt man weiter. Ist ja cool. Ist das jetzt hier auch so? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich mach's da trotzdem einfach mal so. Ja, tatsächlich. Und hier wird doch schon irgendwas getriggert. Ja, aber wisst ihr, wie lange ich da dafür gebraucht habe? Und jetzt einfach so? Ja, manchmal ist es dann vielleicht doch gut, kurz eine Pause zu machen. Ich habe bestimmt so 5 bis 10 Minuten hier gegrübelt, woran das liegen könnte. Hier, kann er mal die Wege einzeichnen, die ich zuerst gegangen bin. Ich habe es nämlich versucht, hier mit diesen Pfeilen zu machen. Bin ich nämlich hier schön nach oben. Dann diesen hier. Dann hier nochmal zurück. Dann bin ich hier hoch. Dann hier und hier wieder zurück und hoch. Und da habe ich mir anhand dieser Skizze überlegt, warum zum Teufel ist das so komisch aufgebaut? Weil hätte nicht dann auch hier schon ein Warp-Portal sein müssen, weil ich bin ja erst hier nach oben gelaufen und danach hier. Nach der Logik dieses Rätsels hätte ich doch zuerst von diesem Punkt aus hier nach hier laufen müssen, oder? Um weiterzukommen. Weil normalerweise hätte mich doch da hier das Portal auch erwischen müssen. Ja, das habe ich nicht verstanden. Deswegen war es unlogisch, hier davon auszugehen, dass ich immer eins zurück muss. Weil es ja hier nicht so gewesen ist. Oder ist es so, dass diese drei Plattformen hier dieser Regel nicht entsprechen, weil die halt sehr nah am Start sind. Das heißt, hier durfte man am Anfang rüberlaufen, bis man eben hier gelandet ist. Könnte auch sein. Naja, egal. Auf jeden Fall fand ich sehr, sehr seltsam, dass das komplette Rätsel nicht einheitlich nach der eigenen Logik aufgebaut wurde. Aber egal, wir sind jetzt hier am Ende des Pfades angekommen. You walk step by step through the strange atmosphere, until finally arriving at the west side of the room. Ja, wir sind am Ende des Westens angelangt. A few people in armor are sitting in the room. They appear to be the Duchy's guards. Es sind wohl die Leute von Grand Duchy. I'm saved. Ja, und er ist gerettet, sagt er. Oh, someone finally came to rescue us. I saw we were done for. I'm so glad you're here. Ja, ist sehr glatt, uns zu sehen. Nein, er freut sich, unsere Gesichter zu erspähen. Ach ja, schön, schön. Sogar looks exhausted. Er ist ziemlich erschöpft, but he pulls himself up with a wrecked breath. Und er atmet aber auf, als wir ihn gerettet haben. You ask if they were the stranded skulls. The guard nods empathically and begins to explain. Ja, jetzt will er uns irgendwas erklären. Er hat gehört, hier ist so ein seltsames Heulen, wenn er in diesem Raum kam. Und plötzlich, er wurde in so eine Art Rift gezogen. Oh, ist ja interessant. Gibt's hier ein Portal zu irgendeiner anderen Ebene? Das wäre ziemlich nice. With not much more to say, the guard leans on his weapons wearily, thanking you for the guard intervention. Ja. Ja, however, you cannot relax. Oh, wir können nicht entspannen. The strange presence in the air has not left. Und hier scheint noch irgendein Gegner zu sein. Rather than dissipating, the bizarre sensation is only growing sicker and more oppressive by the second. Ja. Oh, die Musik schlägt sofort um. A sudden dizziness overtakes you and your vision fades to complete darkness. Oh, was für ein Heulen. Es scheint ein etwas größeres Monstrum zu sein. Before you have a chance to react, you hear an unearthly, vor allem unearthly, oh, from closer than ever. Irgendetwas, ja, nicht erdenmäßiges Geschrei nehmen wir wahr. Und es fühlt sich so an, als ob es sehr, sehr nah an uns dran ist. Something is directly in front of you. Oh, auch unheimlich. Überlegt mir, ihr seid in so einem Raum. Alles wird stockduster. Und auf einmal hört man irgendeinen brüllen. Und dann ist das Gebrülle auch noch direkt vor uns. Ja, es fehlt nur noch, dass wir irgendwelche Wassertropfen abkriegen. Und über uns so ein richtiges, dickes Monstrum sabbert.
Na egal. Na, mal gucken, was hier kommt. Vielleicht ist ja schon einer dieser Drachen. Das könnte sein. Ich meine, die Bühne? Ich habe mich eh schon gefragt, wo sollen die bitte aufkreuzen? Also ich weiß, dass wir in der untersten Ebene, hier unten könnte einer sein. Hier, da unten. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn ich mir mal die anderen Ebenen so angucke, wo zum Teufel ist denn da noch Platz? Naja, hier vielleicht in dem Raum. Ach nee, da ist ja ein normaler Fu. Da ist nur ein normaler Fu. Und ich kann es mir auch echt nicht vorstellen, dass hier irgendwo... Ach, hier ist noch der Salamander. Den wollten wir heute eigentlich angehen. Machen wir auch noch. Ja, also es wird sowieso Zeit, dass die Drachen irgendwo mal aufkreuzen. Der hier, da tatsächlich. Das ist der Donnerdrache. Oh, nice. Wie geil ist denn das bitte? Oh, kriege ich gleich Gänsehaut, aber irgendwie, das ist doch, der ist doch zu früh dran. Ist das nicht sogar der Stärkste? Ich kann mich daran erinnern, dass wir sonst immer erst den Feuerdrachen besiegen mussten, weil der von der Schwierigkeit her einfacher war als die anderen beiden Drachen. Dann kommt der Donnerdrache und dann ganz zum Schluss war es doch immer der Eisdrache, der so stark war. Oder war es doch der Donnerdrache? Oh, keine Ahnung, aber das sieht geil aus. Da ist er einfach mal in dem Raum. Die Frage ist, kann ich den besiegen? Ich glaube nicht. Nee, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die sind bestimmt erst ab Level 70 für uns machbar. Und ich muss mich auch eh umskillen. Ja, wir können gar nicht glauben, was da vor uns ist. With real, study horns, a body longer than bigger than any snake and scales of gleaming gold. It wings stares you down. Da kriegen wir nochmal eine schöne Beschreibung des Drachens. It's cold eyes. Focus on you, and you can feel the pressure of its focus power. Ja, wir fühlen richtig den Druck, den uns dieses Monster auferlegt. Unable to move beneath its gaze. Und wir können uns gar nicht erst bewegen. Na, wobei, doch, anscheinend schon. Auch witzig, wie er geheult hat. Naja, aber ich meine, wir stehen hier, der Drache ist dort. Also können wir doch eigentlich hier abhauen, oder? Ich dachte, der glotzt uns an. Macht er doch gar nicht. Der schiebt doch irgendwo anders hin. Lauf, lauf! What is it? How could something like that exist? Ja, lieber Gart, hast du noch nie Etwin Odyssey gespielt? Da gibt es noch zwei weitere davon. Ja. Und nicht nur zwei weitere. Es gibt ja noch den Elder Dragon. Ich weiß nicht, ob man den hier auch eingefügt hat. Na, mal sehen. This is a nightmare. It must be. It has to be. Ja, ein Albtraum. Confronted with the creature of Myth. The guard glimmers, losing all composure. Already exhausted and now faced with a creature taught of in legends. It makes sense that he'd be overwhelmed. Ja. Der ist völlig von den Socken. Ich denke, wir sollten ihm eine verpassen, dass er ohnmächtig wird. Und den Rest, den sollten wir regeln. Wäre wohl das Beste für alle, bevor er irgendeinen Blödsinn macht. You can escape with guards to ensure their safety, or you can take your weapons in hand and challenge the dragon. Ganz ehrlich, tja, wir sollten abhauen, will ich aber nicht. Ich muss, Leute, ich weiß, es ist falsch, aber ich muss ihn bekämpfen, weil ich will wissen, wie stark der ist. Even if it seems reckless, you resolve to strike down the dragon here and now. You raise your weapons and charge. Incoming. Tja. We won't lose. Oh. Und die Mucke. Das erste Mal, dass wir eine andere Kampfmusik haben. Sehr schön. Dün, 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 dün. Ja, wir gehen aber trotzdem erstmal in den Force-Zustand. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Ich mach mal mit dir Ross-Mesh. Ja, und Guard Order kann auch nicht verkehrt sein. Naja, Volt kann ich machen, aber wir haben ja nur Stufe 1 drauf. Ich denke, Sentient Guard ist in der Verfassung bestimmt besser. Und ich will ja auch nur testen, was der alles drauf hat. Tierarzt ist die Frage. Flavio könnte Enemies Physical Attack. Das wird bei ihm gar nichts bringen, glaube ich. Er macht Donnerattacken und da habe ich keine Chance. Das lasse ich aber drin. Naja,
Ich nehme zumindest mal das Analyse-Item und mal gucken, wie weit ich damit komme. Und Chloe, falls sie denn noch eine Chance hat, könnte mit Twinslash auch noch ein bisschen Power senken. Ich hoffe, wir sind zuerst dran. Wenn nicht, dann ist es eh egal. Okay. Here is my degree. Chloe. Blood for blood. Naja, 200. Das ging aber. Aber auch nur durch Bertrands Skill. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Bertrand hat dieses Skill nicht mehr. Boah, wie ist denn dann der Schaden? Weil 200 Schaden, das ist ja so viel wie die normalen Gegner auch. Und vor allem, der hat eine Gruppenattacke gemacht. Wie blöd ist denn das? Aber haben wir nicht auch irgendwelche Items, die den Schaden zurückwerfen können? Tja, das ist jetzt nicht so einfach. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Ach, gar nicht. Na, wir haben das Ding hier verloren. Ja, ich greife mal weiter an. Na, mit Volt ganz sicherlich nicht. Ja, und hier auch nur. Physical Attack. Ich merke gerade, dass das bei den richtig starken Endbossen kaum irgendwas bringt. Was ich brauche, ist Elemental Attack. Der Schwach gegen Feuer. Judgment. Binding Dance. Volt Torrent. Tja, hier muss Bertrand auf jeden Fall seinen Volt Skill nach oben pushen. Und elementare Schwächen hat er auch so gut wie gar keine. Das heißt, auch hier wird mir Random Disease gar nichts bringen. Oh, der lässt aber Nahrungsmittel fallen. Schaut mal, Thunder Chop. Ist ja witzig. Aber das Einzige, auf was der anfällig ist, sind Feuerattacken. Da weiß ich schon ganz genau, auf was ich achten muss. Also ich muss mir nur merken, Feuer und das war's. Volt eben gar nicht. Und auf den Rest kannst du auch pfeifen. Okay. Na ja, dann egal, dann werden wir jetzt hier kurz sterben und dann ist der Kampf auch gegessen. Ach, ist ja witzig. Der ist ja auch noch dran. 32.000 AP hat er auch nur. 77 ATK und 58 Defense. Das sollte ich mir mal aufschreiben, weil wenn wir jetzt sterben, ist ja... Get out of my way. Ja, sind ja die ganzen Informationen weg. Naja, 1000 Schaden immerhin. Nochmal 1000 Schaden. Oh. Ja, das war's. Da sind wir einfach mal weg. Da sind wir einfach weg. Können wir noch irgendwas reißen? Naja, ich könnte Resonanz machen. Und schaut mal. Na, wobei, vom Schaden geht's. Wir haben zweimal angegriffen. Und der hat vielleicht so ein 15. verloren. Weil 32.000 AP-Punkte sind ja auch gar nicht so viel. Überlegt mal, der Juggernaut, der hatte 72.000 AP-Punkte und wir mussten dem 48.000 insgesamt wegnehmen. Vielleicht können wir den doch schon besiegen. Muss ich mich halt nur mit Bertrand umskillen. Aber der Schaden ist einfach zu hoch. Ich denke, das ist eine... Oh, der haut ab. Das ist ja witzig. Wieso haut denn der ab? Und ich bekomme Judgment von dem sogar. Range Special Attack to all enemies may paralyze. Auch interessant. Oh, TP kostet 40. TP kosten 40. Hui. Ist aber nett. Und dass ich überlebt habe, ist auch nett. Storm Emperor. Ja, cool, dann haben wir das Analyse-Item auch gar nicht verschwendet. Nice. The Gold Wing suddenly seems to lose interest in the battle and soars into the sky. Along with its departure, the forest also begins to return. In its unwarped form. Unwarped. Aber auch cool, dass allein durch seine Anwesenheit es Warpfelder auf der Karte gab. Tja, you talk to the guard about what just happened. Yeah. Oh, it's okay now, White. We were saved. The guard finally relaxes and sinks to the floor with a sigh of relief. You can hear the footsteps of the guard corpse. Coming from the north of the room. Ja, dann war das wirklich nur erstmal so eine Einführung, dass es diesen Drachen erstmal überhaupt gibt. Thank you. Interessant. The guard thanks you fervently before rushing back to the safety of his comrades.
This marks the end of this quest. All that remains is to return to the bar and report to Cass. Ja, und das machen wir auch. Aber cooler Part, dann haben wir hier echt den ersten Drachen gesehen. Und wir konnten den noch nicht besiegen. Mal gucken, ob dann der gute Cass noch irgendwas zu sagen hat. Oh, aber halt, erstmal muss ich mich wiederbeleben, weil wir kriegen ja Erfahrungspunkte. Die anderen werde ich mit Chloe Skill wiederbeleben. Warum? Weil in kostet mich das ein Vermögen und so spare ich mir halt ein bisschen Kohle. Und ihr wisst ja, Kohle kann ich hier bei Etwin Odyssey immer genug und zuhauft. Ja, zuhauft gebrauchen. Wir reporten das Ganze. Da, The Golden Shadow. Und wir kriegen Western Food 5. Not bad. Naja, bad war schon. Also, das einzige nicht schlechte hier an dieser Quest war, dass wir nicht gestorben sind. Na, you did it. A messenger from the Grand Duchy just came to deliver the news. Something is about the monster that howled was warping the forest. It's one eerie place with monsters like that around. Anyways, glad to have you back here. Here's the reward. Nee, er sagt gar nichts dazu. Er lacht erstmal nur. Ja, und wir kriegen wieder einen Arsch voll Erfahrungspunkte. Jetzt sind wir bereits Level 58 und es bleibt wie in den letzten Ebenen. Tatsächlich kriegen wir alle 5 Ebenen immer 10 Level-Ups, dass wir pünktlich zum Endboss Level 40, 50 oder halt 60 haben. Das finde ich cool. Und wenn die Etrian Odyssey-Logik so bestehen bleibt, dann ist es hier so, dass wir bis maximal Level 70 uns auch eh nur hoch pushen können und danach müssen wir sowieso den ersten Drachen besiegen, um unsere Level weiter erhöhen zu können. Na, so war es ja bisher immer. Aber ich frage mich auch, ob ich irgendwas verpasst habe, denn es ist schon unüblich, dass ich hier diesen Donnerdrachen als erstes zu Gesicht bekomme. Oder? Oder täuscht das? Aber cool, also ich reg mich gar nicht auf. Ich freue mich tatsächlich, dass ich den hier habe. Tja, jetzt haben wir aber schon so viel gespielt, dass ich gar nichts anderes mehr zeigen kann. Oder gehen wir noch mal kurz... Na, warte mal, Leute. Auch wenn wir nicht mehr viel Zeit haben, vielleicht lohnt sich doch noch der Gang zurück zum Yggdrasil-Baum. Vielleicht schaffen wir noch ein bisschen mehr als diese eine Nebengeschichte. We going in? Ja, okay. Ich rush mal nach vorne. Ich hoffe, das macht jetzt auch Sinn. Da wir hier eine Abkürzung hatten, gehe ich auch direkt mal diesen Weg nach oben. Ja, Treppenstufen. Lauf sie nach oben. Schönes Muskeltraining. So. Weil ich will wissen, was sich hinter befindet. Ach, wieder ein paar Bomben. Jetzt könnte ich den Weg allerdings auch durchwaschen. Oder machen wir es doch in nächster Folge? Ach nee, kommt hier. Wir machen das einfach in dieser Folge noch. So, ich zeichne mal ein, dass da oben eine Bombe rauskommt. Da ist auch eine Bombe. Na, da sind doch die... Verhältnisse erstmal geklärt. Ja, ich muss hier stehen bleiben. Das war gut. I saw right into its eyes. Das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Auch wenn uns jetzt die Bombe... Ach, geht ja gar nicht. Die Bombe kann uns gar nicht erwischen, weil nämlich der Fu hinter uns herlaufen wird. Genau so nämlich. Oh, dann haben wir alles richtig gemacht. Perfekt. Und da unten
müsste es dann so lang gehen, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Ich zeichne es erstmal so ein. Und ja, dann haben wir doch wieder ein bisschen geschafft. Ja, das zeige ich noch hier in der Folge. Da brechen wir uns keinen ab. Und dann können wir uns die Ebene 25 nämlich auch nochmal angucken. Aber ich finde es cool, dass wir den ersten Drachen gesehen haben. Der Donnerdrache. Und ihr seht schon, wie großartig die auch aussehen. Gibt es eigentlich irgendwelche anderen großen Bossmonster? Weil die Drachen, die kennt man ja aus Etrian Odyssey. Ich finde es aber cool, wenn dann der Spieleentwickler auch sich neue Monster einfallen lässt. Dass wir eben auch dann neue Sachen bestaunen dürfen. Ah, ist ja meistens so. Es ist ja auch meistens so. Weil gerade wenn ich mich an den... war es der dritte Teil, wo wir auf dem großen Meer waren und mit dem Schiff segeln konnten? War das ja auch cool, weil dort gab es ja auch ein paar rare Extra-Bosse zu bestaunen. Und das wird es doch hier bestimmt auch geben. Hoffe ich zumindest. Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht nur diese großartigen Drachen haben, sondern dass wir... Oh hier, ich kann sogar nach dort hinten lang. Ach, weil hier zu ist. Verstehe. Ach, ist ja witzig. Ja, dann muss ich hier warten. Dann muss ich hier warten, bis die Bombe erzürnt. Ja, ich denke, der Raum sieht so aus. Das kann ich nachher in aller Ruhe nochmal mir genauer angucken. Naja, wenn ich jetzt nach... Ach, geht gar nicht. Ich kann gar nicht nach dort gehen. Dann muss ich nach unten nochmal in die Tür zurück. Der erste ist weg. Das ist schon mal schön. Ja, reicht nicht. Oh doch. Weil der von oben die auch noch weggeklatscht hat. Okay. Dann habe ich es jetzt verstanden, was das Spiel hier von uns von Anfang an gewollt hat. Aber auch eine coole Designentscheidung, dass man hier erst von unten ran muss, um den perfekten Weg nach oben zu finden. Ach, schön. Und damit haben wir nämlich auch die Abkürzung gefunden. Da gehe ich nochmal ganz kurz durch. Ja, da haben wir sie tatsächlich. Wir haben es geschafft. Das war Ebene 24. Ja, auf den Kampf müssen wir verzichten. Wir gehen nämlich direkt mal eins nach oben, weil ich will wissen, wie es oben aussieht. Our days of roaming lost are over. The Overlord of Daybreak. Und der Raum sieht schon gewaltig aus. Oh, schaut mal hier. Allein dieser Raum ist schon riesengroß. Und da vorne ist die Abkürzung. Ja, das passt. Das ist genau in der Mitte. Da wird nämlich hier irgendwann der Kampf bestimmt sein. Ah, schön, schön, schön. Da freue ich mich. Und ich bin der Meinung, die letzte Ebene des fünften Stratums, das wird eine komplette Ebene sein, die wir von den hintersten Winkeln der gesamten Karte abgrasen müssen. Aber das dann in der nächsten Folge. Wir haben heute einiges geschafft. Also zumindest, was Extrabosse angeht. Ich wollte zwar den Salamander noch zeigen, aber dann müssen wir uns das eben auf jeden Fall die nächste Folge. Ja, versprochen. Wir werden den dann im nächsten Part angehen, bestimmt auch besiegen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel drauf hat. Vielleicht ja auch doch. Ach so, eins noch. Ich habe mir ja die Werte von diesem Drachen gemerkt. Wobei merken braucht ihr das ja gar nicht. Wir können das mal vergleichen mit den Werten vom Juggernaut. Hier, da ist er, der Storm Emperor. Und schaut mal, da ist noch Luft nach oben. Und da unten auch. Ja.
Aber wieso finden hier noch zwei... Das verstehe ich nicht. Aber hier ist der Juggernaut. 72.000, 60 und 44. Ne, und 49. 60 und 49. Und der hat 77 und 58. Ja, das ist für Etrian Odyssey-Verhältnisse ein ordentlicher Unterschied. Da muss ich noch ein bisschen stärker werden. Aber wir werden ihn schon noch knacken. Ja, ja, mein Freund. Du wirst irgendwann uns gehören und dann werden wir deine Items klauen und uns daraus die richtig fetten Waffen machen, die wir uns noch vorstellen können. Ja, aber bis das soweit ist, entspannt euch noch schön. Wir sehen uns wieder im morgigen Part und bis dahin alles Gute. Tschüss.